Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon Light of Hope. So, es ist schon sehr spät, wie ihr vielleicht seht. Ich habe noch ein bisschen gespielt gehabt und habe vergessen, auf Pause zu gehen. Aber ich hoffe, das ist nicht schlimm. Denn schaut mal, wir haben ganz viele Erdbeeren. Und was noch viel wichtiger ist, guckt mal, wir haben endlich Melonen. Es ist endlich vollbracht. Wir können bei die... Oh, ich habe gerade irgendwie Schluck auf. Wir können bei denen die Quest abgeben. Es ist schon fast ein Wunder. Vielleicht ist er ja sogar noch erreichbar für uns im Moment. Und dann können wir direkt zu ihm rennen und ihm das überreichen. Und hoffentlich freut er sich. Ich habe ja auch noch gar nicht gegossen, ne? Ups. Na, erstmal gucken wir bei denen und dann gieße ich eventuell noch. Dini Boy, wo bist du? Bist du im Haus? Niemand ist da. Dino, wo bist du? Bist du hier oben irgendwo? Bist du vielleicht hier drin? Wo es nicht irgendwie aus ist, aber egal. Ach, da ist er. Hallo, Elise. Oh, da, bonjour. Oh, wir verstehen uns echt gut, Elise. 4 Noten, um Himmels Willen. Ja. Oh, du kommst sehr schön. Schön, dass du vorbeikommst. Oh, ich gebe die Hühnerkacke. Oh, danke. Du hast das schon bereits gebracht. Wow. Du wirst niemals müde dabei, mich zu überraschen. Und oh mein Gott, danke für die Hühnerkacke. Ja, unser Reward. Oh, wir haben neue Düngerrezepte gelernt. Sehr schön. Noch mehr Düngerrezepte. Das war ganz wichtig. Okay. Gut. Haben wir das erledigt? Dann würde ich jetzt auch schnell die Erdbeerchen gießen. Dauert hoffentlich nicht so lange. Ich fülle mal lieber nach. Wir können auch hier noch irgendwas anbauen. Nochmal ein paar Strawberries, Vorderkorn, Orange Pepper. Wollen wir noch ein bisschen Weizen anbauen hier? Machen wir einfach mal. Ups. Weil wir es können. So. Und hier noch ein bisschen. Und da noch ein bisschen. Und dort noch ein bisschen. So. Oh, es ist schon bald Donnerstag. Bald werden wir, also wir werden nicht bald heiraten, aber bald werden wird die Kleidung fertig sein. Ich weiß nicht, ob wir dann direkt heiraten oder ob es dann nochmal ein bisschen dauert. Mal gucken. Oh, endlich! Das hat ja auch lange gedauert. Oh mein Gott, es wurde gesund geboren. Wir nennen ihn was schreibe ich denn hier? Surprise. Die kleine Surprise. Sorbi, Pricey, was auch immer. So, neuer Tag, neues Glück. Ihr kennt das ja. Hä? Was ist jetzt? Guten Morgen! Heute ist das Blumenfest. Okay. Heute ist das Blumenfest und heute ist es üblich, anderen Blumen zu schenken. Wir haben ja ein paar Blumen da. Eventuell sollten wir in Erwägung ziehen, genau dies zu tun. Wir gucken mal. Erstmal muss wieder alles gegossen werden, um Himmels Willen. Genug Blumen haben wir ja da. Was gibt's denn? Ja, was möchtest du denn? Cabbage Plant. Da muss ich mal gucken, ne? Ob ich das herstellen kann. Brauchst bestimmt Cabbage und Mist. Vielleicht habe ich das ja. Wir gucken dann mal. Ich gieße hier am besten erstmal. So. Wie fleißig ich bin. Geht doch recht schnell das ganze Gießen. Wisst ihr noch, als ich jedes Feld einzeln gießen musste? Um Himmels Willen. Stellt euch das mal vor. Jedes Feld einzeln. Darauf hätte ich absolut keinen Bock. Aber so ist es ganz okay. So. Und jetzt hier noch. Und noch einmal. Rup. Oh! Ups. Oh, Grapefruits. Es ist Grapefruit-Erntezeit. Im Frühjahr? Okay. Ganz viele Grapefruits. Immerhin. Hier ist es ganz schön unordentlich, wenn wir hier alles wegmachen. So. Wir können eigentlich auch rein theoretisch jetzt auch ganz viel Futter herstellen, oder? So richtig gutes Futter für die Tiere.
Können wir mal probieren. US Windmill. Achso, wir müssen erstmal Mehl machen. Mein Inventar ist anscheinend voll, wie hier unten angezeigt wurde. Okay, ich muss mein Inventar erstmal leeren. Dann kümmern wir uns erstmal um die ganzen Tierchen hier. Meh, meh, meh. Willst du dich auch? Lässt dich nicht scheren? Ach, weil ihr alle noch nicht gegessen habt. Habe ich euch gestern nicht gefüttert? Oh Mann. Sorry. Ich habe gestern vergessen, euch zu füttern. Was? Ich dachte, ich hätte alles gedacht. Na komm, tu Futter rein, Mädel. Ich muss euch doch alle scheren. Ich brauche doch eure Wolle. So, dann futtert mal schön. Wir sehen uns dann in etwas mehr als einer Stunde. So, bei den Hühnern vermute ich dasselbe. Okay, na ihr? Na, Surprise? Surprise, Surprise. Wegen Kinderüberraschung habe ich ihn jetzt Surprise genannt, weil das ein Schoko-Ei ist. Passt doch irgendwie. Ah, hier habe ich mich auch nicht um die Tiere gekümmert. Bitte was? Was bin ich denn für eine Raben-Farmerin? Aber dann hat man keinen Hunger. Das ist auch schon mal was. So. Okay, dann sammeln wir mal ein. Oh Gott, sind das viele Eier. Los geht's. Kann ich mich irgendwie auch da einfach so gedrückt halten und ganz viel auf einmal einsammeln? Das wäre super. Aber hey, zwei Candy Eggs. Das ist doch schon mal was. Was, ich bringe den kleinen Jesus zum Weinen? Wie schreibt gerade jemand per WhatsApp, dass ich den kleinen Jesus zum Weinen bringe? Was zur Hölle? Okay, ich hatte nicht meine WhatsApp-Nachrichten lesen, die hier gerade reinkommen. Ich konzentriere mich lieber auf die Aufnahme. So, was tun wir denn jetzt hier rein? Back. Ja, Great Candy Egg. So. Gut. Dann müssen wir jetzt gleich aber auf jeden Fall auch noch das in meinem Inventar mal leer räumen. Dass ich mal hier wieder ein bisschen was einsammeln kann. Und dann werden wir uns schon langsam... Nee, das dauert noch ein bisschen. Wir können uns auch nicht um die Tiere kümmern, um die anderen. So, tun wir mal ein bisschen was rein. Ich habe Cabbage, praktisch. Strawberries behalte ich. Ich muss gucken, Vorderkorn tue ich am besten auch erstmal rein. Puh, das behalte ich auch. So. So, das müsste eigentlich auch schon fast reichen. Ich mach trotzdem mal ein bisschen mehr. So, Orange, ich kann auch rein. Weil ich auch erstmal bald keine mehr sammeln. So, das war's von den Sachen. Hier werde ich sowieso alles behalten. Vielleicht Fisch. Habe ich noch Fisch? Nee, dann werde ich hier nochmal ein bisschen was einsortieren. Strawberry Seeds können rein. Futterkorn Seeds behalte ich. Orange Pepper kommt rein. Da kommt auch erstmal hier rein. Okay. Gut, gucken wir mal. Kann ich jetzt eventuell Mehl herstellen? Das wäre super. Da. Huch, jetzt laufe ich erstmal hier gegen irgendwelche Bäume. Naja, passiert. So, Windmühle benutzen. Weiß ich nicht, wie viel soll ich denn machen? Komm, wir machen einfach mal, ich weiß nicht. Das Maximum, was geht, so. Okay, geht das jetzt hier? Oh, sehr schön. Das Maximum, was geht. Okay, So. Jetzt habe ich richtig gutes Futter für die Tiere. Das kann ich dann ab morgen verwenden. Sehr gut. So, bis die Tiere aufgegessen haben, gehe ich mal... noch mehr Grapefruits. Gucke ich mal oben nach dem Spargel. Das wäre auch mal eine Option. Vielleicht ist da ja schon irgendwas passiert. Ich glaube es fast nicht. Und wenn da jetzt nicht mutiert, dann werde ich böse.
Dann wird Mutti böse. So, hier noch ein bisschen. Kratz, kratz, kratz. Sekunde. So. Ist das auch Spargel? Bisher sieht er nicht sehr spargelig aus. So, Request. Was wolltest du nochmal? Ah ja, genau. Cabbage Plant. Da gucken wir mal, was wir da brauchen. 4 Stück braucht er. Mal gucken, was wir da zaubern können. Wir können kein Cabbage Plant machen, kann das sein? Potatoes. Da hier. 3 Stück. Und Blutschild. Wir gucken mal, ob wir die Fische und den Cabbage zusammenkriegen. Ich denke mal schon. Dann können wir wenigstens bei Edmund mal was abgeben. Hui, 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 hui. So, schauen wir mal. Geh mal vorbei hier. So, Cabbage haben wir. 3 Stück brauchte der, ne? Ich mach mal ein paar mehr. Komm, wir machen einfach mal alle so. Und dieser Fisch. Da. Hoffentlich reicht das. Müsste aber. Komm, schauen wir mal. Vielleicht können wir das jetzt herstellen. So. Schauen wir mal. Ja. Da. 10 Stück. Das müsste reichen. So, Edmund, bist du schon irgendwo jetzt anzutreffen? Natürlich nicht. Warum solltest du auch? Oh, na gut, dann müssen wir wieder etwas Zeit verstreichen lassen. Ihr kennt das ja. Das gute alte Zeit verstreichen, das Spiel. Das kriegen wir hier gut hin. Da ist sogar bald schon Freitag, ne? Wir gehen in großen Schritten auf die ganze Endsache hier zu. So. So gehen wir mal wieder raus. Dann kann ich auch gleich mal nochmal nach meinen Tieren gucken. Wir wollen dann schließlich noch die Wiege bauen. Und vielleicht habe ich dann genug Wolle zusammen. Dann hätten wir immerhin dann auch noch eine Wiege. Die wir nicht brauchen, weil ich hier kein Kind kriegen werde, weil das noch zu lange dauern würde. Aber wir hätten sie. Ihr kennt das ja. So, kümmern wir uns erstmal hier um alle. Ja, fein. So, hier ist was spannend. Ich glaube, normale Wolle brauchte ich, oder? Ja. So, am besten auch gleich nachfüttern. Nicht, dass da dasselbe Fauxpas passiert. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich, dass sie dann direkt 7 Uhr fertig sind und man sie melken bzw. scheren kann. So. Io. So, sehr schön. So, noch alle lieb haben. Nein, 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 ich will das andere Schaf lieb haben. Nein. Boah, wer ist denn hier so egoistisch, dass er die ganze Liebe abkriegen will? Was sagst du dazu, Calvin? Hi. Okay. So. Und dann nochmal melken. Alles klar. So. Jetzt kriegt ihr hier Delicious Animal Feed. Damit ihr richtig... leckeres, hochwertiges Futter bekommt. Oh Gott, die ganze Kacke, die hier rumliegt. Das ist ja unglaublich. Um Himmels Willen. So, werde ich gleich auch noch wegmachen. Das ist meine heilige Aufgabe. Dann gucken wir gleich, ob wir beim Doc die Wiege bauen können. So. Hier noch ein bisschen. Und dort noch ein bisschen. Und da. Und so gut jetzt noch hier. Und dort. Okay. Hui. Habt ihr viel geschissen. So. Dann tschüssi. Okay, schauen wir nach der Wiege. Dann brauchen wir am Ende noch eine Rassel oder sowas. Hi. Oh, Michael, wir verstehen uns nicht ganz so gut. Warum hast du nicht mehr Requests? Das würde einiges erleichtern. Hi. Bei dir habe ich auch mal eine Note, ne? Bei einigen verstehe ich mich voll gut und bei anderen eher so lala. Dabei habe ich euch auch allen immer Seashells geschenkt. Verstehe ich gar nicht. Ihr müsstet mich doch lieben. So, schauen wir mal. Hallo, Doc. Bei dem ich auch nur eins habe. Eine. Ah, mir fehlt immer noch einmal Wolle. No. Okay.
Nein, 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 doch einmal halt. Mir doch egal. Dann gucken wir mal nach Dean. Da kriegt es doch eine Blume von uns geschenkt. Da hätte es nämlich wirklich furchtbar gerne, wenn wir mal hier irgendwie 5 Noten hätten. So, Dean, wir gucken mal. Ne? Ich muss mich ein bisschen bei dir einschleimen. So ganz liebst mische mich noch nicht. Nur so ein bisschen. Was? Tulpen mag er nur. Da kam halt kein Herz. Auf jeden Fall haben wir jetzt aber schon 4,5 Freundschaftspunkte bei ihm. Das ist super. Gut, dann können wir ja guten Gewissens schlafen gehen, schätze ich. Nein, wir wollen noch warten auf Edmund. Da war ja was. Edmund ist noch versteckt. Gut, dann gehen wir nochmal die Mine rein und wieder raus und hoffen aufs Beste. Da, 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 da. So, Edmund. Ups. Immer noch nicht. Der Lümmel schläft lange. Das wie ich. Aber auch nur, weil ich nachts arbeite. So, was haben wir jetzt hier? Immer? Ach ne, da ist er. Ich hab ihn. Er ist sogar auf meiner Farm, der Lümmel. Meine Güte, da. Hallo, Edmund. Ja. Bitteschön. Es macht mir eine Freude, dir zu helfen. So, was haben wir denn noch jetzt für Requests? Also für Anfragen. Das kriege ich alles so schnell nicht hin. Melanie, können wir helfen? Sehr gut. Das war's, glaube ich, erstmal. Na gut. Dann gehen wir direkt noch zu Melanie. Wupp, wupp. Mike lässt sich gerade von deinem Hund wegschieben. Und jetzt von mir und wieder von deinem Hund. Ich hoffe, er merkt das. Das wäre ziemlich peinlich. Was labere ich? Stellt euch mal vor, ihr würdet euch von eurem Hund rumschieben lassen. Wäre nicht schön. So. Oh, bin ich doof? Nochmal zurück. Melanie. Please. Yes. Bitteschön. Nur das Beste für dich. Oh mein Gott. Oui, oui. Gerne, gerne, gerne. So. Ich bin gut im Quests abgeben. Jedenfalls bei den meisten. So, und dann können wir jetzt mit gutem Gewissen schlafen gehen. Denke ich mal. Mutig, hoffe ich. Oh, es regnet. Sweet. Ich habe geträumt, dass ich eine Katze habe. Ich habe mich mit der voll gut verstanden. Aber meine Wohnung war voll klein und ich habe überlegt, ob ich sie wieder weggeben soll. Hatte ja schließlich schon meinen Hund. Naja, ich arbeite ganz schön hart. So, was gibt's denn jetzt hier? Oh, Sam braucht wieder was für seine Tochter. 2 Mondsteine? Das müssen wir hinkriegen. Die sammeln wir schnell ein, die Erze, und dann geben wir sie dir. Also, wir machen die Erze dann zu Mondsteine und geben sie dir dann natürlich erst. So, damit könnten wir eigentlich jetzt auch schon direkt anfangen, ne? Oh, bald heiraten wir, Leute. Also jedenfalls bald sind unsere Hochzeitskleidungsstücke fertig. Das wäre ja auch schon mal was. So, ich gucke mal ganz schnell, wo man Mondsteine nochmal findet. Moonstone. Ja, ich will es mal... So. 85 bis 90. Ich gucke extra... Also weiter unten findet man auch noch welche. Aber, naja. Ich glaube, je weiter tiefer wir graben, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir die auch finden. Da kriegt man, denke ich mal, eher ein paar seltene. Da, Mondstein. 2 Stück brauchen wir. Da. La 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 la. Okay, ich höre schon auf. So. Haben wir jetzt hier noch einen Mondstein dabei raus? Warte mal, wie viel Ohr habe ich denn jetzt? Eins erst. Okay, dann muss ich nochmal graben. Wisst ihr, da mache ich wieder ganz einfach. Ich gehe raus und wieder rein. Ich faules Söckchen. Da, was ist schon Zeit? Meine Güte, ist doch egal. Sapphire, Glas. Onyx, Emerald, Topaz.
geht alles so, ne? Komm, ich will den Mondstein. Mondstein, Flieg und Sieg. Ich habe nie Sailor Moon geguckt. Das war mir immer zu girly. Ich weiß noch, später hatten wir noch ein Klassentreffen. Da haben alle Jungs zugegeben, dass sie auch in der Grundschule Sailor Moon geguckt haben, heimlich. Und ich dann so ein... nee, ich nicht. Ich fand das immer dumm. Da, Mondstein, sehr gut. Weiß nicht, ich konnte Sailor Moon, das, ich weiß nicht, das war nicht so mein Ding. So, jetzt haben wir jedenfalls genug Mondsteine. Auf zu Gas! Müssen wir uns ja noch ein bisschen mit Sam anfreunden. Stimmt's, Woody? Genau. Oh, hallo. Natürlich, hallo. So, Gas. Kann auch mit dir kurz reden. Oh, 4 Freundschaftspunkte bei Melanie. Krass. So. Sogar mit Gas läuft es gar nicht mal so schlecht, freundschaftlich. So, Mondstein, 2 Stück. Für den einzig wahren, für Sam. Dann freut er sich. Okay. Ja. Yes. Oh, howdy, howdy. Hat mir nicht erst nur eine Freundschaftsnote bei ihm? Jetzt sind es schon 2,5. Ja, das lief ganz gut, jetzt würde ich mal so behaupten. So, hab ich schon nach den Tieren eigentlich geguckt? Ich glaube nicht. Nein. Dann sollten wir das mal tun. So. Ihr kriegt jetzt das deliziöse Essen. Alle. Weil ihr so deliziös seid. Hihi. Gut, Freunde. Aber ich würde sagen, ich kümmere mich dann jetzt mal offscreen um die Tiere. Und wir sehen uns dann einfach am besten in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt, you made it's played, Harvest Moon, Light of Hope. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.